Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4. So, dann gehen wir jetzt weiter. Sobald wir bei den US-Truppen sind, müssen wir es der Valkyrie mitteilen. Garrison weiß, wen er an Bord hat. Oder, Hannah? So. Und Waffe. Vernünftige Waffe. So, was war eine gute Kombination aus G36 und... Ui. Da ist der Schaden aber viel höher mit. So. Alles los. Auf dem Dach. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen durch das Tor auf der anderen Seite. Die Drecksrussen unterstützen Shane. Unsere Informationen waren korrekt. Welche Infos? Wie Philly Dunn gestorben ist. So, was haben wir denn hier? Klasse. Nichts Vernünftiges mal wieder. Shit! Das ging schnell. Das ging sogar verflucht schnell. Also BMP anlocken, Slammer drauf schmeißen und das war's für den netten Herrn. Beide Slammer hätte. Was? Ich hasse diesen Panzer. Ja, mal gucken, ob ich nicht irgendwie einen Trick machen kann. Da hinten habe ich doch noch ein Fahrzeug gesehen. Ist ein Ungetrickste, sollte ich da eigentlich hin können. Folge mir. Raketenwerfer auf dem Dach. Welche Infos? Wie dann gestorben ist. Hahaha, voll in die Falle gefallen. Lauf. Na los, steck deinen Kopf raus, Bingo.
Wow, weg hier. Woher kam der denn jetzt? Aber war eine gute Taktik. Wenn ich das jetzt nochmal mache, sollte ich eigentlich durchbrechen. Hätte ich den dämlichen Raketenwerfer früher gesehen. An so einem Baum fest. War's das? Sehr schön, meine Taktik hat geklappt. Ich muss nur noch mein Fahrzeug irgendwie hier durchkriegen, buxieren. Oder los, aus dem Weg. Ja. Heilen. Los, komm doch dir. Und ein Fahrzeug weniger.
Gott, das ist ja mal ein hartnäckiger Soldat. Endlich, so. Nein, da. Sieht so aus. Seid vorsichtig. Aber an der Ende muss es einen Ausgang geben. Wenigstens bin ich durch die Hölle durchgegangen. Herner. Du bist so verdächtig still. Geht's dir gut, Herner? Ja. Ja. Mir geht's gut. Konzentriert sich auf die Rest, was du gelernt hast.
Okay, wo wird hier geschossen? Oh Mann, hoffentlich kriegen wir jetzt Raketenwerfer. Okay, was haben wir denn hier? Airburst 25, aha. Dämliche Dinge, ich hätte nicht sterben. Oh, wo? Oh. Unfassbar sowas. Gott. Ach, da waren die Texturen noch nicht drauf. Sie konzentrieren sich auf die US-Festung in der Anstalt. Bis direkt an die Front. Jetzt aber. Was? Nachladen. Los. Na los. Ja. Renn, du Scheißding. Oh Gott. Gut. Ciao. Nein, wieso bin ich jetzt? Das Ding ist hochgegangen. Dabei habe ich den Panzer jetzt endlich vernichtet. Ah. Gut, Panzer vernichten, weg daraus. Das sollte alles. Sie
sollte uns treffen. Also ich treffe ihn. Nein, ey. Gott im Himmel. Wieso? Oh, irgendeiner ist dahinter. Habt ihr ihn endlich erledigt? Wozu brauchen wir eigentlich? Oh, Schiss. Nur wegen dem Damage-Schuss ist die Rakete voll drüber geflogen. Wie viel hältst du Bastard eigentlich noch aus? Nein, nicht. Bevor ich sterbe, bitte. Okay.
sagst. Heute singt wie nicht mein Tag. Jetzt aber weg hier. Gott sei Dank. Wrecker, die Altstadt über die Brücke. Gehen. Ja, mal sehen, ob Greenland das fallen lässt. Tombstone, richtig? Danke für die Hilfe da draußen. Nehmen wir die Airburst und dieses Ding. Können wir jetzt nicht weiter? Okay, warum warten wir hier? Ich komme hier nicht durch. Ja. Das finde ich alles schön und gut, aber es passiert nichts. Mach die Tür auf! Machen. Hallo? Muss ich euch anschieben? Okay, dann laden wir den letzten Checkpoint noch einmal. Irgendwo muss ich ja festgehangen haben. Ja. Nicht schon wieder. Gott, das darf ich die ganze Zeit nochmal machen. Über der Brücke. Die Anstellung. Schwerstlos im Plan. Sie konzentrieren sich auf die das aus. Na also. Ey, ich komm nicht runter. Was? So ein Blenden? Radweg hält mich auf.
Hoffentlich funktioniert's jetzt. So, das wäre geschafft. Boomstone, richtig? Danke für die Hilfe da draußen. Kein Problem, Marine. Ja. Das Tor ist offen. Verlasse die Deckung. Also. Boomstone, Major Greenland erwartet euch. Mann, werden die Stadt zerschossen. Schön, euch zu sehen, Jungs. Ihr müsst durch die Hölle gegangen sein, um hierher zu kommen. Ein bisschen Hunger. Hey, Marine, habt ihr irgendwas zu futtern? Klar, beim Hauptquartier gibt's Notration. Bedient euch. Nein, danke, nicht. Mann. Nein, ich denke nicht. Was? Okay. Geht klar. Interessiert mich ein Scheiß, was Sie tun müssen. Erledigen Sie es einfach. Wir haben 3 Tage nicht geschlafen und gegessen. Seid ihr Tombstone? Allerdings, Ma'am. Wir haben eine halbe Stunde, bis die Russen zurück sind. Ich will, dass alle was zu essen kriegen. Ich schicke Hilfe zum Verteilen der Rationen. Notration, genau. Fragen, los. Major, ich... Ihr... Folgt ihm. Was? Wir haben Greenland gefunden. Gehen wir, Wrecker. Ja. Wir warten. Warum seid ihr noch hier? Kurz gesagt, Ma'am, wir sitzen hinter feindlichen Linien fest. Wir möchten zurück auf unser Schiff. Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Die USS Valkyrie. Inzwischen vermutlich im Roten Meer. Ach, Gottchen, seid ihr runtergefallen? Wo ist mein Kaffee? Ma'am, es ist sehr wichtig, dass uns jemand nach Westen bringt. Die Russen sind vor 3 Tagen gelandet. Es kommen noch Bodentruppen nach. Unsere Versorgungswege sind abgeschnitten. Und wir sind 12-1 unterlegen. Egal wie eure Befehle lauten. Meine lauten anders. Sofort hinlegen. Das ist ein wahres Teufelszeug. Wie stark sind die Russen in der Luft? Unantastbar. Mobile Sams decken die Küste unterm Damm. Sie sind gut verteidigt. Sams Stellungen unter dem Damm. Und wir sind hier. Hier oben. All unsere Truppen sind hier oben. Und das Flugfeld. Sind noch Zivilisten da? Evakuiert, Sergeant. Keine Zivilisten. Korrekt. Stadt ist leer. Was schlagen Sie vor? Ich habe keine Ahnung, Major. Es ist schade, dass Sie uns nicht helfen können. Wir transportieren aber gern noch mehr Sprengstoff, wenn noch welcher da ist. Und wir dafür einen Wagen kriegen. Draußen steht einer. Aber bringt ihn heile zurück. Wir haben auch ein paar Funkgeräte, damit ihr in Kontakt bleiben könnt. Untereinander. Lasst mich da raus. Ich will nichts hören, bis ihr Erfolg habt. Dann bringe ich euch nach Westen. Danke, Major. Oh, danke. Da ich als Sportler ja nichts zu sagen habe, anscheinend werden die Entscheidungen aus der Hand Sprengstoff genommen. Auf. Ob das eine gute Idee ist? Das ist die verschisseste Idee aller Zeiten. Also gut. Es wird eine Weile dauern, bis wir da sind. Becker, du siehst echt scheiße aus. Mach mal die Augen zu und ruh dich aus. Ich weck dich, wenn wir uns dem Damm nähern. So. Irish? Das stirbt jetzt den Damm. Die Menschen zu Hause, die du erwähnt hast. Wer ist das? Meine Frau und mein Kind. Hier, dann bist du noch Soldat. Bist du wahnsinnig? Ach, verdammt nochmal! Ja, das Ding ist massiv. Glaubst du, wir haben genug Sprengstoff? Ja, mich eingeklemmt. Ja, hallo. Wenn wir ihn richtig platzieren. Hier anfangen und die Ladungen über den Damm verteilen? Siehst du die Mitte? Das ist eine Schwachstelle. Da bringen wir die Primärladung an. Hast du einen Ingenieursabschluss?
Ich habe genauso einen Ingenieursabschluss, wie du eine Medizinerin bist. Ich habe wirklich eine medizinische Ausbildung. Egal. Bist du wirklich sicher? Wir weiten ihn aus, von innen. Seid ihr bereit? Jawohl. Auf geht's, Rack. Ja, macht nur. Ich reg mich ja schon gar nicht mehr auf. Achtung, Heli im Anflug. Vorsicht, Rack. Ja, natürlich haben sie uns gesehen. Ey, wieso treffe ich die Erde? Ey, das ist doch ein Witz, oder? Das kann ich nicht. Ey. Ich treffe alles und nicht meine Gegner. Was soll der Mist? Ey, das ist doch wohl nicht euer Ernst, oder? Oh, ich muss weg hier. Ich muss nachladen. Ich muss. Lass mich durch. Wer auch immer da im Weg steht, sollte ganz schnell weggehen. Jetzt treffe ich auf einmal wieder. Klasse. Rennen. Und sliden. Und bleib unten. Was zur Hölle? Mann, war das gut. Alle erwischt. Oh, wer seid ihr denn? Ja, endlich. Jetzt läuft's doch wieder so ein wenig. Ich wäre schon tot. So.
Wo geht's lang? Munition, juhu. Das kann man auch noch gebrauchen. Wir gehen hier von hier aus, Deckung! Könnte mal jemand ablenken? Entschuldigung. Dann können wir ja los. Ich warte auf euch. Hey, Rack, wir haben hier einen Aufzug. Ach, was du nicht sagst. Das muss ich dir lassen, Heiner. Du hast Ahnung. Personenschutzagenten sind normalerweise nicht so felderfahren. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ach komm schon, da steckt mehr dahinter, als dass du mit dem Rücken zur Wand stehst. Du hast aus. Okay, ich weiß. Mir sagst du eh nichts. Entschuldige. Alte Gewohnheiten sterben langsam. Oh, ich verstehe. Ich war nicht immer in Gingers Sicherheitsteam. Ich habe mich freiwillig gemeldet und wurde versetzt. Von wo? Netter Versuch, Irish. Gönn mir auch ein paar Geheimnisse. Du würdest mir auch nicht alles über Tombstone erzählen. Das stimmt. Chang ist unser Feind. Und wir sind auf derselben Seite. Aber wenn das alles vorbei ist, wir gewonnen haben, wovon ich ausgehe, wird China mich brauchen. Ich darf nicht vergessen, wer ich bin und woher ich komme. Ich verstehe dich. Shit. Was zum Teufel? Der Strom. Sie haben den Strom abgestellt. Fantastisch. Nein. So. Fuck! Raus hier! Los, los, los! Du wirst nicht Sprengladung anbringen! Hier? Okay. Wir halten den Rücken frei. Fuck, wir kriegen Probleme! Los, Hannah! Hier rüber! Gib mir Deckung! Schalt die Schulter raus! Was ist das? Oder kommt noch mehr? Okay. Der erste Sprengsatz ist schafft. Ab zur zweiten Position. Schalt sie aus! Wir drehen das Scheiße! Nein, nicht! Boah, seid ihr Idioten! Das war's! Der Gang ist frei! So eine Blendgranate hätte es gebracht, wenn noch die anderen am Leben wären. Mach du das, Rebecca. Wir geben dir Deckung. Ausgang gesichert. So.
Ey, ihr schubst mich in die Brücke runter, ihr Idiot. Wieso? Oh, ich hab's geahnt. Ich wollte doch an die Leiter springen. Jetzt darf ich den ganzen Mist nochmal machen. Die Gerüste, Rekha! Anders kommen wir hier nicht weg! Jetzt springe ich nicht. Springen. Shit! Geradeaus, Wrecker. Das ist die Krone des Dumps. Gut, dann springe ich als allererster. Und selbst wenn ich springe, sterbe ich. Was soll das denn dann? Immer nach euch. Dieses Mal halte ich mich da raus. Wir müssen rüberspringen. Shit! Geradeaus, Wrecker. Das ist die Krone des Dumps. Ich sag ja. Immer von raus. Na toll. Ihr spinnt doch. Gut. Oh, ich hab's geschafft irgendwie. Dieses Mal hat's irgendwie geklappt. Sackgasse. Los, bringst du Ende! Yes oder nie, Wrecker! Oh oh. Was ist passiert? Ich habe nur zwei Explosionen gesehen. Schon klar, dass wir jetzt auch schon gehen. Na toll. Ich hab's geahnt. Kommen wir auch irgendwo mal an.
Faustdick hinter den Ohren. Ich muss der Irish ausziehen. Das werden wir nie wieder erwähnen, Hannah. Er hatte großes Glück. Deshalb nennt man dich wohl Irish. Schön wär's. Oder hat jemand seine Waffe verloren? Na los, Wrecker! Es wird Zeit zu verschwinden! Auf geht's, Wreck! Komm, komm! Ist das Greenland? Ich denke es an. Die schuldet uns noch eine Spritztour. Los! Boah. Ich hab nur GKs in Sicherheit. Kuckuck, runterkommen. Wir warten. Die Karre ist weg, stimmt ihr gottverdammten lausigen Nachkommen eines reuigen Bettvorlegers? Arschgeleck, ich würde euch eigenhändiger würden, wenn ich denn könnte. Sehr gut, Wrecker. Russische Flugabwehr ist ausgeschaltet. Die Luftbrücke wieder auf. Und es hat nur ein Fahrzeug gekostet. Wie kommen wir hier weg? Ich kümmere mich drum. Ihr braucht einen Transport nach Westen. Seid in 2 Minuten abholbereit. Tick-Tack, ihr Lappen. Bewegung. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Wir glauben, die USS Valkyrie will zum Suezkanal. Keine Sorge, ihr kommt nach Suez. Und wenn euer Schiff da ist, braucht es volle Unterstützung. Was zum Teufel redest du da? Pass auf, was du sagst, Junge. Die Chinesen haben den nördlichen Teil des Suezkanals erobert. Aber wir holen ihn uns zurück. Euer Schiff steckt richtig in der Scheiße. Viel Glück. Danke, Major. Na, ich danke euch, ihr zwei. Schafft sie hier raus. Wenn Cheng den Kanal eingenommen hat, fährt ihm Jin-Jie direkt in die Arme. Wir müssen so sofort zu ihm zurück. Ich werde dich gleich erschaffen. Bist du okay? Irish. Fuck. Vielleicht, weil du Scotch trinkst? Ich habe seit 3 Jahren nichts mehr getrunken, Hannah. Warst du auf der Notre Dame? Nein. Hannah, ich heiße Irish. Weil ich... Ich hab's gehabt. Das macht keinen Spaß. Fortress Escape, ihr habt noch eine andere. Over. Gatekeeper, hier Fortress. Bitte wiederholen. Kontakt bricht ab. Over. Die Chinesen spielen den Kanal nördlich des Tümpfers. Nicht in den Kapitän. Leck mich am Arsch. Sir, ich kann's mit dem Morsecode probieren. Das müsste klappen. Keine Zeit. Die Zerstörer hinter uns werden nicht anhalten und warten. Befehle, Sir? Sie schalten Radar, Sonar und jeden einzelnen Scanner an, den wir haben. Ich will wissen, in welcher Scheiße wir geraten. Das waren die schlimmsten 3 Stunden meines Lebens. Nicht gerade die Heimfahrt, die ich mir gewünscht habe. Da ist die Valkyrie. Ja. Sie geht hier direkt in die Falle. Ankoppeln! Oh Gott. Ankoppeln! So noch falsch. Geht's dir auch gut? Boah, so eine Notration. Mein Magen dreht durch. Leck mich am Arsch. Cool! Die Geisterin! Wenn du kotzen musst... Zähl auf die Feinde am Boden. Danke. Der wird sich bedanken. Er hätte wahrscheinlich lieber erschossen werden wollen, aber wenn du ihn auf den Kopf kotzt. Was sein muss, muss sein, Wrecker. Was sein muss, muss sein. Los geht's! Bereit halten! Los! Los! Scheiße! Geronimo! Fortress ist Tombstone 3, over! Wiederhole! Fortress, hier ist Tombstone 3, hört ihr mich? Over! Schreck!
alle Stationen. Hier ist Fortress. Hört mich jemand? Wir werden geentert. Wiederhole, wir werden geentert. Ach, was soll ich sagen? Wir können auf dem Deck landen. Halt auf das Deck zu. Oh, ich gehe irgendwie seitlich weg. Ich habe ihn gelandet, Gott sei Dank. Alles okay, Rick? So, dann bis zum nächsten Mal, wenn ich das Let's Play Battlefield 4.